I think there are all kinds of creatures with intelligence in this universe that would shock us. Einige der berühmtesten Astrobiologen glauben, dass wir in relativ naher Zukunft entweder überzeugende Beweise für außerirdisches Leben gefunden haben werden oder dass wir die Möglichkeit außerirdischen Lebens an die immer kleiner werdenden Ränder des Universums verbannt haben, die außerhalb der schnell zunehmenden Reichweite unserer Beobachtungen liegen. Die Antworten könnten bis Ende der 2030er Jahre aus einer Reihe von Initiativen hervorgehen, die sich der Suche nach außerirdischem Leben widmen. Bis dahin werden Proben vom Mars zur Erde zurückgekehrt sein und möglicherweise den endgültigen Beweis dafür liefern, dass der rote Planet einst Organismen beherbergte oder heute noch beherbergt. Raumsonden auf Jupiters Europa und Saturns Titan werden nach Anzeichen von Leben in den unterirdischen Ozeanen der beiden Welten oder im Fall von Titan auf der Oberfläche selbst suchen. Darüber hinaus werden leistungsstarke Teleskope am Boden und im Weltraum die Atmosphären von möglicherweise bewohnbaren Exoplaneten erforschen, die um benachbarte Sterne kreisen, um nach solchen zu suchen, die den gleichen biologisch geprägten Gascocktail wie unsere bewohnte Erde aufweisen. Aber was ist mit den Beweisen für außerirdisches Leben auf der Erde? Ist ein Forscher auf ein außerirdisches Raumschiff gestoßen? In unserem heutigen Video sehen wir uns die faszinierende Geschichte eines Mannes an, der behauptet, ein außerirdisches Raumschiff gefunden zu haben. Der folgende erstaunliche Bericht wurde von David Campbell auf der Webseite ViewZone veröffentlicht. Er berichtete über einen unglaublichen Fund in Oklahoma, den David und seine Frau vor Ort verfolgten. Obwohl die Geschichte in den Medien kaum Beachtung fand, hielten viele Menschen die Informationen und Bilder des Ereignisses für höchst interessant und vor allem, wenn sie an frühere Forschungen über die seltsame Anomalie aus der Antike dachten, die als Waffelstein bekannt ist. Ein mögliches Fragment eines ehemals größeren Objekts mit womöglich außerirdischem Ursprung, das halb vergraben geblieben ist und dort ruht, wo es vor vielen Jahren auf die Erde aufschlug. Jetzt ist er von Wasser bedeckt, was auf ein umstrittenes Staudammprojekt zurückzuführen ist, das den Stein und die Siedlung um ihn herum verschluckt hat. In seinem Blog schildert David den Vorfall gemeinsam mit seiner Frau. Die waren gerade von einer wöchentlichen Verteilertour über 1000 Kilometer zurückgekehrt und hatten eine dringliche Nachricht von einem Leser aus Colbert, Oklahoma erhalten. Er berichtete ihnen, dass er auf der Suche nach antiken Pfeilspitzen in den Kiamichi Mountains einen Mann getroffen hatte, als sie seinen Anruf erwiderten. Der Anrufer gab eine ziemlich schwammige Wegbeschreibung zu dem Ort, keine Namen und keine Rückrufinformationen an. Sie waren von der Geschichte fasziniert und dachten sich, dass das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass sie einen schönen Sonntag in den Bergen verbringen würden. Nachdem sie an dem zweifelhaften Ort angekommen waren und den Wald mehrere Stunden lang erkundet hatten, stießen sie auf eine äußerst seltsam anmutende, womöglich zyklopische Wand. Ihre ersten Erkundungen machten sie stutzig, denn sie hatten noch nie zuvor alte Steine gesehen, die auf diese Weise gemauert waren. Sie nahmen an, dass sie von Menschenhand errichtet wurde, weil die kleinen sichtbaren Steine, die fest ineinander verschachtelt waren, ihre Struktur bildeten. Es ist gut möglich, dass sie das Ausmaß ihres Fundes erst begriffen, nachdem sie auf die Spitze des Bauwerks gestiegen waren. Die Steine schienen von der anderen Seite aus eine höchst komplizierte Anordnung von ineinandergreifenden verschiedenen mineralischen oder metallischen Verbindungen zu sein, die eine typische wabenförmige Struktur aufweisen. Das Ergebnis äußerst präziser Überlagerungen, die ineinandergreifende gesteinsähnliche Blöcke aus Eisen bilden. Was ich dort sah, begann in mein Gehirn zu sickern wie Eiswasser, sagte er auf der Webseite. Hektarweise lagen die quadratisch geformten und eingekerbten Steine durcheinander. Ich fühlte mich unbehaglich, als ich auf den zerstörten Wellen stand, mit all den verstreuten Steinen wie auf einem entweihten Friedhof. Waren diese bizarren Fragmente jemals Teil eines einzigen massiven Objekts? Sie ähneln eindeutig dem Waffle Rock, der in West Virginia liegt. Sind diese beiden seltsamen Artefakte miteinander verbunden? Waren sie jemals Teil eines uralten, halb versteinerten außerirdischen Raumschiffs? Was David entdeckt hat, könnte ein weiteres Teil des Puzzles sein, das das Geheimnis des Waffelfelsens darstellt. In vielen Fällen wird angenommen, dass merkwürdige Gesteine, die aus ungewöhnlichen Metallen bestehen, das Ergebnis von Hochofenaktivitäten sind. Wie ist dieses ungewöhnliche Objekt mitten in einem Wald in Oklahoma zerschmettert worden? Die uralte Ostsee-Anomalie ist ein weiteres seltsames Artefakt, das aus einem vergleichbar außergewöhnlichen mineralischen, metallähnlichen Material besteht. Handelt es sich bei diesen seltsamen Relikten um alte Raumschiffe? Mehr Informationen über Davids und Sues seltsame Entdeckung sind auf jeden Fall erforderlich. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Geheimnis um den Waffle Rock? Direkt vor dem Besucherzentrum des Jennings Randolph Lake in Mineral County im US-Bundesstaat West Virginia ist ein großes Stück Fels zu sehen. Ein gleichmäßiges, waffelartiges, geometrisches Muster aus erhabenem, dunklerem Stein
zieht sich in fast perfekten geraden Linien über die Oberfläche des Felsens auf einer Seite. Die Linien kreuzen sich in verschiedenen Winkeln und erzeugen tiefe Taschen aus hellerem Material. Die ungewöhnlichen Muster auf dem sogenannten Waffelfelsen werden durch natürliche Erosion verursacht, aber im Laufe der Jahre sind zahlreiche alternative Hypothesen über seinen Ursprung aufgetaucht, darunter die üblichen Verdächtigen, außerirdische riesige Reptilien und alte indigene Stämme. Das US Corps of Engineers liefert einige Informationen über die Entstehung des Felsens. Die Sandsteinschichten, aus denen das Gestein besteht, wurden zunächst vor etwa 300 bis 250 Millionen Jahren abgelagert. Als sich der Kontinent vor etwa 200 Millionen Jahren aufgrund tektonischer Plattenverschiebung aufzuspalten begann, wurde der Sandsteinblock immer wieder in sich selbst gefaltet, wodurch Risse im Sandstein entstanden. Nach etwa 100 Millionen Jahren begannen sich die Risse mit Eisenoxid zu füllen, das durch das versickernde Wasser aus den umliegenden Gestein ausgelaugt wurde. Als das Eisenoxid mit den Sandkörnern in den Rissen interagierte, bildete es eine extrem harte Substanz, die widerstandsfähiger gegen Verwitterung war als die umgebenden Sandsteinfragmente. Das stark eisenoxidhaltige, waffelartige Muster auf dem Felsen wurde bei der Erosion des Sandsteins zurückgelassen. Der Felsbrocken am Jennings-Randolph Lake ist ein kleiner Brocken dieses Gesteins, der vermutlich von dem weiter oben am Hang gelegenen Muttergestein abgebrochen ist. Ein kleineres Stück desselben Felsens ist auch im Smithsonian Institute of Natural History in Washington, D.C. zu bewundern. Obwohl die Waffle Rock Formation ungewöhnlich ist, wurden ähnliche Felsbrocken in der Nähe von Monongahela, Pennsylvania und Tea Creek Mountain in Pocahontas County, West Virginia entdeckt. Viele andere undokumentierte Beispiele für ähnliche Gesteinsmuster gibt es überall auf der Welt. Es ist faszinierend, darüber zu spekulieren, ob Außerirdische die Erde besucht haben oder nicht. Schließlich stehen wir kurz davor, weiter in den Weltraum vorzudringen und haben Ziele wie den Mars im Visier. Es gibt jedoch keine belastbaren Beweise dafür, dass Außerirdische jemals unseren Planeten besucht haben. Eine übernatürliche Erklärung für einige der gigantischsten Errungenschaften der Menschheit anzuführen, bedeutet, die faszinierenden Methoden zu ignorieren, mit denen prähistorische Zivilisationen einige der größten und verblüffendsten Bauwerke der Welt errichtet haben. Hier sind einige Bauwerke, von denen viele Menschen glauben, dass sie von Außerirdischen errichtet wurden. Sacsayhuaman. Außerhalb der historischen Inka-Hauptstadt Cusco in den peruanischen Anden steht die Festung Sacsayhuaman. Manche glauben, dass Sacsayhuaman von einer alten Zivilisation mit ein wenig Hilfe von interstellaren Freunden erbaut wurde, denn es besteht aus massiven Steinen, die wie ein Puzzle zusammengesetzt wurden. Die 1000 Jahre alten, ineinander verschachtelten Festungsmauern bestehen aus Steinen, die jeweils bis zu 360 Tonnen wiegen und mehr als 30 Kilometer weit transportiert wurden, bevor sie mit laserartiger Präzision in ihre Position gehievt und eingepasst wurden. Es ist eine nette, kleine Herausforderung herauszufinden, wie eine antike Zivilisation eine derartige Ingenieursleistung vollbracht hat. Es stellte sich heraus, dass die Inka beim Bau von Behausungen und Festungsanlagen genauso gut waren wie bei der Beobachtung des Himmels und dem Führen von Kalendern. Ähnliche Mauern sind überall im Inka-Reich zu sehen, darunter auch eine in Cusco, bei der ein zwölfeckiger Stein genau in die gewünschte Position geklemmt wurde. Archäologen haben kürzlich Überreste des Seil- und Hebesystems der Inka entdeckt, mit dem die Steine von den Steinbrüchen in die Städte transportiert wurden. Eine Technik, die eher auf Kraft und Erfindergeist als auf außerirdische Architekten angewiesen war. Teotihuacan. Teotihuacan, was übersetzt Stadt der Götter bedeutet, ist eine riesige antike Stadt in Mexiko, die vor allem für ihre pyramidenförmigen Tempel und ihre astronomische Ausrichtung bekannt ist. Teotihuacan, das vor über 2000 Jahren erbaut wurde, wirkt aufgrund seiner Altertümlichkeit, Größe und Komplexität wie aus einer anderen Welt, ist aber das Werk von Menschen. Wissenschaftlerinnen glauben, dass die Stadt, die mehr als 100.000 Menschen aufnehmen konnte, im Laufe der Zeit von verschiedenen Kulturen wie Maya, Zapoteken und Mixteken erbaut wurde. Teotihuacan mit seinen Wandmalereien, Werkzeugen, Transportsystemen und Hinweisen auf überlegene landwirtschaftliche Methoden wird allgemein als technologisch weit fortgeschrittener angesehen, als es im vorarztekischen Mexiko denkbar gewesen wäre. Die riesige Sonnenpyramide ist bei weitem das bekannteste Bauwerk von Teotihuacan. Die Pyramide ist eines der größten Bauwerke dieser Art in der westlichen Hemisphäre und man nimmt an, dass ihre ungewöhnliche Ausrichtung auf kalendarischen Zyklen beruht. Die Osterinsel. Die Rätsel um die Moai, die riesigen Steinstatuen der Osterinsel, ähneln denen der anderen hier vorgestellten Orte. Wie in aller Welt haben die Rapa Nui diese Figuren vor mehr als 1000 Jahren geschaffen? Und wie sind die Moai überhaupt auf die Osterinsel gekommen? Die fast 900 in Stein gehauenen menschlichen Figuren sind über die Flanken der erloschenen Vulkane der Inseln verstreut.
Die Skulpturen, die 4 Meter hoch sind und 14 Tonnen wiegen, scheinen aus dem weichen vulkanischen Tuffstein des Steinbruchs Ranoraraku gemeißelt worden zu sein. Mehr als 400 Statuen befinden sich noch in verschiedenen Stadien des Baus, wobei einige fertige Figuren noch auf den Transport zu ihrem vorgesehenen Ruheplatz warten. Die Beweggründe für das Anfertigen der Moai sind nicht bekannt, aber höchstwahrscheinlich wurden sie für religiöse oder rituelle Zwecke geschaffen. Es ist immer noch unklar, was mit den steinverarbeitenden Rapa Nui geschah, obwohl eine populäre Hypothese besagt, dass ihre Gesellschaft durch eine von ihnen selbst verursachte Umweltkatastrophe zerstört wurde. Etwas, das hätte vermieden werden können, wenn Außerirdische ihre unendliche Weisheit auf die Gemeinschaft übertragen hätten. Stonehenge. Ein massiver Kreis aus Steinen, von denen einige bis zu 50 Tonnen wiegen, kann in der englischen Landschaft in der Nähe von Salisbury besichtigt werden. Das neolithische Bauwerk, das als Stonehenge bekannt ist, inspirierte den Schweizer Autor Erich von Däniken zu der Spekulation, dass es sich um eine Darstellung des Sonnensystems handelt, die auch als Landeplatz für Außerirdische diente. Denn wie sonst hätten diese gigantischen Steine hunderte von Kilometern von ihrem Steinbruch entfernt gelangen können? Niemand weiß, was Stonehenge bedeutet, aber im Gegensatz zu den anderen Städten ist die Erklärung nicht außerirdische. Stattdessen haben Wissenschaftlerinnen bewiesen, dass es möglich ist, ein solches Bauwerk mit Methoden zu errichten, die bereits vor etwa 5000 Jahren existierten, als die ersten Bauwerke an diesem Ort entstanden sind. Die Steine scheinen auf die Sonnenwenden und Sonnenfinsternisse ausgerichtet zu sein, was darauf hindeutet, dass die Erbauer von Stonehenge zumindest ein Auge auf den Himmel hatten, auch wenn sie nicht von dort kamen. Lass uns wissen, was du über diese Geheimnisse denkst, und schreib uns in die Kommentare unten.